Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christian Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Steuern vermeiden, Familienvermögen erhalten, das ist der Titel des heutigen Webinars. Die Dauer ist mit rund 60 Minuten geplant. Den Profis unter Ihnen ist selbstverständlich bewusst, dass wir nicht alle Aspekte berühren können, die dafür relevant sind. Wirtschaftliche Themen, Fragen der Anlagestrategie, Ertragssteuern, Substanzsteuern, die Konsequenzen und Überlegungen im Familienkontext, wann soll die junge Generation an Vermögen herangeführt werden? Das alles Fragestellungen, die ohnehin kompliziert genug sind. Und nun noch die Diskussion rund um die Vermögensabgabe, Vermögenssteuern und viele Unsicherheiten, die sich aus den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien ergeben. Wir werden uns dementsprechend auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und vor allem auch schauen, welche Aspekte zu berücksichtigen sind, um Fehler zu vermeiden. Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde diese am Ende des Webinars gesammelt beantworten und auch selbstverständlich werden Sie im Nachgang die Konserve zugeschickt bekommen. Wir wollen auch direkt einsteigen mit der Agenda, dementsprechend die heutige Stimmungslage natürlich ein wesentliches Thema. Wo stehen wir eigentlich in der aktuellen Gefühlslage der Bevölkerung? Was heißt das auch für Wahlergebnisse und steuerliche Konsequenzen? Wie sieht eine sinnvolle Vermögensstrukturierung nicht aus? Also wie sollte man es nicht tun im aktuellen Umfeld? Und warum fällt das schwer, wenn die Gemüter vielleicht auch etwas erhitzt sind und doch alle auch etwas genervt sind von der anhaltenden Corona-Thematik? Finanzplanung, der Werbeblock, das soll am Anfang und Ende von Strukturüberlegungen stehen. Und dann natürlich noch verschiedene Beispiele und Instrumente als Teaser, die im Rahmen der Vermögensstrukturierung berücksichtigt werden können. Wir steigen zunächst ein und schauen mal auf die Stimmungslage. Das ganze Thema Vermögensabgabe hat im Frühjahr 2020 Nahrung bekommen. Sie wissen, damals der große Corona-Schock. Die Staaten haben sich massiv verschuldet. Für Deutschland das alles noch im Rahmen, weil man vor der Corona-Pandemie relativ sparsam war. Wir hatten zwar auch eine Verschuldung oberhalb der Maastricht-Kriterien, aber grundsätzlich standen wir doch deutlich besser da als viele andere Staaten. Man hat massiv stimuliert, um mit Subventionen das zu kompensieren, was durch Lockdowns und Ähnliches an Schaden verursacht wurde. Die Staatsverschuldung steigt nach oben und dementsprechend ist das hier so letztes Jahr im Frühjahr so ein bisschen durch die Lande gegeistert. Das Thema Vermögensabgabe im Kontext von Corona. Das hier eine Auswertung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wo man sich mit der Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt hat. Also die Grundthematik, wenn die Schulden steigen, dann müssen die entsprechend auch bezahlt werden. Und man möchte hierzu eine einmalige Vermögensabgabe erheben. Und die Frage ist nun natürlich, ist eine solche einmalige Abgabe die steuerlichen Experten unter Ihnen wissen, man unterscheidet ja zwischen Steuern und zwischen Abgaben und dazu noch Gebühren und Ähnlichem. Ist das rechtens oder nicht? Und wir haben schon sehr stark festgestellt, dass dieses Papier des Wissenschaftlichen Dienstes doch bei dem einen oder anderen Mandanten, der sich lange mit dem Thema Vermögensübertrag, der Strukturierung von Familienvermögen im langfristigen Kontext beschäftigt hat, so ein kleiner Kicker war, die Themen mal etwas mehr zu fokussieren und sinnvolle Gestaltungsüberlegungen, die gar nichts mit konkreten Themen rund um die Corona-Vermögensabgabe zu tun haben, doch mal ins Laufen zu bringen. Also das ist dieses Thema Vermögensabgabe. Danach natürlich klar das Thema Vermögenssteuer, etwas, was uns ja schon länger beschäftigt. Sie wissen auch, im Rahmen der Koalitions- und Regierungsfindung nach der letzten Bundestagswahl war das ja schon ein großes Thema. Und hier jetzt mal nochmal ein Thema Vermögenssteuer wieder einführen von der SPD hier dementsprechend. Und man sagt halt, naja, die Superreichen, die sollen noch 1% entsprechend hier finanzieren. Also eine Vermögenssteuer, die entsprechend hier jährlich anfällt. Auch die OECD fordert das entsprechend. Man gibt noch die Perspektiven auf andere Länder auch und sagt, hey, in der Schweiz, da gibt es doch auch Vermögenssteuern. Das Ganze wird relativ flach aufgegriffen. Die Unterschiedlichkeit in vielen anderen Steuersystemen wird nicht wirklich herausgearbeitet. So funktioniert natürlich auch Wahlkampf. Also die Message ist, die Schulden sind hoch. Diejenigen, die viel Vermögen akkumuliert haben, vielleicht sogar auch im Rahmen der
Corona-Pandemie noch vermögender geworden sind, die leistungslos seit der Finanzkrise über Nullzinsen von steigenden Immobilienpreisen und steigenden Aktienmärkten profitieren. Die sollen doch nun entsprechend anteilig hier zur Kasse gebeten werden. Und das ganze Thema wäre vielleicht gar nicht so relevant, wenn die Wahlergebnisse anders aussehen würden, als sie es jetzt tun. Und dieses Thema Rot-Rot-Grün oder beziehungsweise Grün-Rot-Rot, müsste man ja eher sagen, bewegt dementsprechend die Gemüter, weil ja auch die Grünen in den Wahlprogrammen entsprechend offensiv sind. Und selbst wenn wir eine schwarz-grüne Regierung hätten, natürlich hier der Einfluss wäre natürlich dementsprechend da. Also Vermögensteuer, ein großes Thema. Wir erinnern uns, das Gesetz finden wir ja auch im Internet. Die Vermögensteuer in Deutschland ist ja nicht abgeschafft, sie wird lediglich nicht erhoben. Das ganze Thema Ungleichheit, nicht erst ein großer Diskussionspunkt seit Corona und seit den exemplarisch gestiegenen Staatsverschuldungen, sondern auch schon länger. Wir sehen hier aus einem Bericht der OECD aus dem Jahr 2019, sieht man die Verteilung. Links sehen Sie das Vermögen, rechts sehen Sie das Einkommen und da sehen wir natürlich auch, wie viel Vermögen besitzen die 10% der vermögendsten Haushalte und Sie sehen es hier für die Vereinigten Staaten, dementsprechend die Ungleichheit höher. Wir sehen aber auch zum Beispiel Deutschland, auch hier sieht man diesen Aspekt. Grundsätzlich wissen wir, Vermögensforschung ein schwieriges Thema, was wird wie bewertet, aber das Ganze ist natürlich immer gut, solche Studien aus dem Hut zu zaubern, um hier entsprechend natürlich Wahlkampf oder sonstige Aussagen auch zu untermauern. Also ein Potpourri verschiedener Themen von politischen Strömungen im Wahlkampf über Aspekte von der OECD, von supranationalen Institutionen, darüber hinaus das ganze Thema ESG, also Environmental Social Governance, Themen, wo es darum geht, wie finanzieren wir eigentlich die unheimlichen Belastungen des Klimawandels, sei es menschgemacht, sei es Naturphänomen oder eine Kombination aus beidem. De facto ist die Umkehrung der jetzigen Wirtschaftssysteme hin zu mehr Kreislaufwirtschaft, hin zu CO2-Neutralisierung und Ähnlichem. Das wird unheimlich viel Geld kosten. Das Thema Migrationsströme im Hintergrund der Klimaveränderung, auch ein großes Thema. Auch das ist natürlich extrem kapitalintensiv und dann dürfen wir nicht vergessen, neben diesen ganzen neueren Themen, die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, die gehen in den Ruhestand, dann werden aus latenten Papierversprechungen, was ja Renteninformationen sind, harte Zahlungsflüsse, das sind dann die Rentenbescheide und das aufsummiert ist doch auch ein erheblicher Block, der den Bundeshaushalt belasten wird. Also de facto, man braucht mehr Geld und dementsprechend das Thema Steuer spielt hier natürlich mit rein. Sie sehen aktuell ja auch die Überlegung von Joe Biden in den USA. Auch das darf ja eigentlich keine Überraschung sein, wenn man sich das Parteiprogramm von Joe Biden vorher angeschaut hat. Insgesamt glaube ich, möglicherweise auch selektive Wahrnehmung, aber gefühlt ist es schon so, dass wir sehr viel Diskussionen darüber haben oder auch Meinungsmacher auf verschiedenen Kanälen. Sie sehen es hier bei der ARD, konkret WDR, müssen die Reichen mehr abgeben. Wir sehen das Thema auch insgesamt. Viele Vermögende und Leistungsträger fühlen sich sowieso schon umzingelt, weil wenn Sie mal die steuerlichen Entwicklungen der letzten Jahre betrachten und gehen Sie mal zurück ins Jahr 2005, dann haben wir zum 01.01.2005 das Alterseinkünftegesetz, was de facto eine Besteuerung der Renten auslöst, dementsprechend auch die steuerlichen Progressionen entsprechend hier verschiebt. Wir haben zum 01.01.2009 die Einführung der Abgeltungssteuer gesehen, das heißt der Tod des steuerfreien Zinseszinseffektes, da es keine Spekulationsfrist von einem Jahr mehr gibt. Wir haben gleichzeitig auch gesehen, dass auf der Unternehmensebene beispielsweise Streubesitzdividenden nicht mehr begünstigt sind, sondern der vollen Besteuerung auf der Kapitalgesellschaftsebene unterliegen. Wir haben Anpassungen gesehen, was die Erbschafts- und Schenkungssteuer betrifft, insbesondere beim Betriebsvermögen im Juli 2016. Wir haben einen anderen Katalog für Verwaltungsvermögen. Und jetzt, wo noch diese Diskussion rund um die Wahlen, die Wahlprogramme, die Parteiprogramme und die Corona-Abgabe und die Vermögenssteuer hier um uns rum war, dann jetzt auch noch das Thema Verschärfung der Wegzugsbesteuerung in der ATAD-Umsetzungsrichtlinie. Also nach dem Motto, wenn es mir hier in Deutschland zu viel wird, dann wandere ich eben aus. Aber auch das Auswandern, das Preisschild an der Grenze wird tendenziell sich eben verändern, respektive die Rahmenbedingungen verändern sich auch hier. Also das ist das Potpourri an Themen und wir wollen uns nun mal
dem Aspekt nähern. Und hier nochmal die kleine Begriffsdefinition, vielleicht zum Abschluss der Einleitung an dieser Stelle. Vermögensabgabe, ganz klar einmalig und zweckgebunden auf die Substanz, die es dann eben zu definieren gilt. Also was ist das Vermögen, was man als Bemessungsgrundlage einbezieht? Das ist diese Vermögensabgabe. Vermögenssteuer, typischerweise jährlich wiederkehrend auf die Substanz, und Erbschaftsschenkungssteuer, anlassbezogen auf den konkreten Erwerb. Also das ist schon mal ein erheblicher Unterschied. Wenn Sie Ihrem Kind 400.000 Euro schenken, dann sind die 400.000 Euro in diesem Zeitpunkt relevant. Auf Sicht von 10 Jahren werden Erwerbe zusammengerechnet, aber grundsätzlich der Betrag doch fokussiert auf den konkreten Anfall. Bei der Vermögensteuer grundsätzlich wird das Gesamtvermögen mit gewissen Hinausrechnungen entsprechend hier berücksichtigt. Ich glaube, es ist an der Stelle auch immer wichtig, nochmal zu verdeutlichen, die steuerlichen Bemessungsgrundlagen, die können natürlich für jede dieser Formen unterschiedlich sein. Wir reden über Freigrenzen. Das ist tendenziell, dass man sagt, naja, Vermögensteuer, ich bleib mal dabei, erst ab 10 Millionen Euro. Aber wenn Sie 10 Millionen und 1 Euro haben, dann ist alles relevant für die Vermögensteuer. Also dass dieses Thema Freigrenze, Freibetrag ist, wenn man sagt, okay, Sie haben einen Betrag, der ist immer frei, und wenn Sie drüber sind, können Sie eben den Freibetrag abziehen. Grundsätzlich für die verschiedenen Steuerarten, die können sowohl in der Höhe als auch in der Ausgestaltung sehr unterschiedlich sein. Ich will jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, da ich mich natürlich heute auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentrieren möchte und Ihnen vor allem auch eine oder andere Idee an die Hand geben möchte, wie man in diesem aufgeladenen emotionalen Umfeld, die Corona-Pandemie sorgt ja doch auch für Stimmungslagen, die vielleicht etwas unausgewogener sind als sonst. Man ist etwas mehr genervt und schneller reizbar. Und da passt natürlich dieses politische Thema wunderbar dazu hinein, in eine Anlagesituation, in eine Handlungssituation hineinzukommen, die vielleicht langfristig nicht so richtig sinnvoll ist. Wie eine sinnvolle Vorgehensweise nicht aussieht, das habe ich Ihnen hier mal auch bewusst mal skizziert. Das sind nur ein paar wesentliche Punkte und ich stelle das häufig in Gesprächen mit Unternehmern fest, teilweise langjährige Kunden, teilweise auch neue Mandate, mit denen wir sprechen und wo wir dann natürlich auch in den Diskussionen mit den Steuerberatern und den Rechtsanwälten hier gemeinsam in den Dialog gehen. Und da sieht man teilweise schon, dass die Unzufriedenheit mit dem gesellschaftspolitischen Entwicklung, es hat begonnen mit der Flüchtlingskrise 2015, wo doch viele Menschen sich ordnungspolitisch nicht ganz abgeholt sahen. Wir sehen das auch mit den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, die doch auch für viele ordnungspolitisch in diesem Verhältnis nicht in Ordnung sind. Das Thema EU-Wiederaufbaufonds als Transfer vom Kern Europas zur Peripherie. Jetzt diese Themen rund um Corona, was die Maßnahmen und auch die Kommunikation angeht. Denken Sie an das Thema Impfkampagne. Und zum Teil hat man schon das Gefühl, dass bei vielen Menschen, das steht wirklich die Problematik in Deutschland, Oberkante, Unterlippe. Und jetzt noch diese Diskussion rund um Vermögensteuer und Veränderungen bei Erbschaftsschenkungssteuern, höhere Einkommensteuersätze. Das führt teilweise dazu, dass man sehr empfänglich ist für Ideen wie: Gründen Sie doch einfach mal eine Familienstiftung in Liechtenstein, dann haben Sie alle Probleme gelöst. Schauen Sie 2 YouTube-Videos, lesen Sie ein Buch und schon sind Sie fein raus. Bringen Sie das Vermögen steuerfrei ein, müssen Sie nur ein bisschen clever sein. Erbersatzsteuer kennen die Liechtensteiner nicht, wunderbar. Oder wie sieht es denn aus vielleicht mit einer Immobilienholding in Dubai? Und grundsätzlich Holding insgesamt momentan ein tolles Modell. Warum 42% Steuern zahlen, wenn es auch null sein können? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, denn Gehalt, häufig ist es ja so, da sind natürlich auch korrekte Aussagen mit drin, aber manchmal vielleicht doch etwas zu viel Marketing. Es werden vielleicht auch die Nachteile etwas unterschlagen. Und wir wissen ja tendenziell alle, wenn wir im emotionalen Stress sind, dann sind wir eher auch dazu geneigt, vielleicht mal Entscheidungen zu treffen, wo wir subjektiv ein bisschen arg beeinflussbar sind. Also von daher, es gibt viele Themen, die sind für uns alle nervig, aber diese gesellschaftspolitischen Meinungen sollten natürlich nicht die objektiven Überlegungen überlagern. Fokussieren Sie sich keinesfalls nur auf steuerliche Aspekte. Und ich denke, die Thematik rund um steuergeförderte Immobilien damals im Osten und viele weitere Beispiele zeigen, dass steuerliche Aspekte wichtig sind. Aber zuerst kommen die wirtschaftlichen Themen im Rahmen der sinnvollen Lebensplanung, die dann einzubetten sind in ein vernünftiges zivilrechtliches Korsett mit einer Optimierung der steuerlichen Aspekte, wo es eben möglich ist.
Aber wie gesagt, der Fokus nur auf die steuerlichen Aspekte, der greift mit Sicherheit zu kurz. Was auch ein klares Rezept für schlechte Entscheidungen ist, dass ihnen niemand Wechselwirkungen und Nachteile aufzeigt. Teilweise hat man ja das Gefühl, dass diese Wege raus aus der Vermögensteuer, die ja noch gar nicht entschieden ist, oder aus einer veränderten Erbschaftsschenkungssteuer, dass es dann nie Wechselwirkungen gibt. Es gibt auch nie Nachteile. Über Kosten der Strukturierung wird auch nicht gesprochen. Also von daher, Wechselwirkungen und Nachteile sind zu berücksichtigen. Und auch ein wichtiger Aspekt, starten Sie auf keinen Fall mit der Finanzplanung, wenn Sie es falsch machen wollen, weil die Finanzplanung wird Ihnen zeigen, wo Sie Probleme haben und Sie haben keine Liquiditätsplanung erstellt. Also diese Selbstverständlichkeiten, die man berücksichtigen sollte, die sind wesentliche Themen, wo man sagen muss, alles klar, wo kann man denn momentan Themen falsch machen? Ich habe Ihnen dementsprechend auch hier mal einen Vorschlag zur Vorgehensweise mitgebracht, der jetzt nicht darauf basiert zu sagen, dieses Thema sehen wir später noch, Instrumente im Vergleich, sondern wie geht man das Thema grundsätzlich an? Also wenn ich im Familienkontext der älteren Generation, nennen wir sie die Seniorengeneration, unabhängig, ob sie 45 sind und die Kinder sind minderjährig oder ob sie über 60 sind und die Kinder sind bereits volljährig oder sind bereits Enkel da, dann hier mal ein Leitfaden, wie man aus der Perspektive der Seniorengeneration, der vermögenderen Generation vielleicht die Themen erstmal angehen kann. Ich habe Ihnen dazu einen kleinen Praxisfall gebastelt, weil die Aussage ist ja, egal was wir tun im Rahmen der Strukturierung, wir beginnen mit der Vermögensbilanz. Wie ist der Vermögensstatus heute? Und das klingt ja erstmal so banal, also eine Auflistung von Vermögen und Verbindlichkeiten. Wir sehen hier den konkreten Fall. Wir haben das Familienheim, das hat einen Wert von 1 Million Euro, eine Immobilie vermietet, Mehrfamilienhaus 4 Millionen Euro. Hier der Basiswert auf der aktuellen Marktpreisschätzung, genau. Versicherung, Rückdeckung aus der Pensionssorge 1 Million Euro und Geld- und Wertpapiere, Aktien, die man im Oktober 2010 erworben hat mit 2 Millionen Euro. Also insgesamt Vermögenswerte von 8 Millionen Euro. Ist das jetzt so schwer gewesen? Eigentlich erstmal nicht, aber diese Bilanz kann natürlich nur der Ausgangspunkt sein, weil auch das muss klar sein. Wir schreiben hier Werte untereinander, die eigentlich nicht 100% vergleichbar sind. Warum ist das so? Das Familienheim ist erstmal unabhängig davon, wie sich die Börse entwickelt, ob man Beteiligungen positiv einschätzt oder den Goldpreis. In der eigennutzenden Immobilie wird erstmal gewohnt und ob der Preis steigt oder fällt, ändert erstmal nichts an der Nutzung. Dann haben wir das Mehrfamilienhaus. Das unterstellen wir mal, wäre jetzt bereits länger als 10 Jahre im privaten Besitz gehalten, also sogenannte Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, nicht gewerblich infiziert. Und dann macht es beispielsweise einen Unterschied, ob Sie dieses Haus bereits länger als 10 Jahre im Besitz haben, weil dann können Sie steuerfrei veräußern, oder ob Sie diese Immobilie beispielsweise erst vor 8 Jahren gekauft haben. Das heißt, wenn Sie heute verkaufen würden, müssten Sie entsprechend hier noch entsprechende Steuern abziehen. Das heißt, in Abhängigkeit des Kaufpreises und der steuerlichen Einwertung, sorry, des Kaufdatums und der steuerlichen Einwertung, haben wir hier einen Vermögenswert von 4 Millionen vor oder nach Steuern. Das kann natürlich einen erheblichen Unterschied machen. Ein anderes Thema, die Rückdeckungsversicherung der Pensionszusage. In diesem Beispiel entstanden, weil die Firma eine Pensionszusage gegeben hat, hat diese rückgedeckt über einen Lebensversicherer. Der Rückkaufswert in der jährlichen Bescheinigung hier aktuell 1 Million, aber Sie wissen vielleicht, betriebliche Altersversorgungen werden nachgelagert besteuert. Sofern man hier die Kapitalauszahlung wählt, läuft das vollständig in die steuerliche Betrachtung hinein. Das heißt, hier sind noch entsprechend Steuern abzuziehen und das können in diesem Beispiel natürlich sind das sehr schnell hohe sechsstellige Beträge. Dann Geld- und Wertpapiere, die sind typischerweise aus versteuertem Vermögen angeschafft worden. Also sind die 2 Millionen erstmal korrekt, aber unterstellen wir mal, der Anleger hat damals 1 Million Euro bezahlt als steuerliche Anschaffungskosten. Heute sind es 2 Millionen Euro. Abgeltungssteuerregime seit dem 01.01.2009 greift. Wir unterstellen, es gibt keine Verlustvorträge oder Ähnliches zur Gegenrechnung. Dann stecken ja in diesen 2 Millionen Euro Aktienkorb 1 Million eingesetztes Kapital. Das ist steuerneutral. 1 Million haben wir hier an Buchgewinn. Sollten wir diese realisieren, haben wir einen steuerlichen Ertrag von 1 Million Euro. Darauf Abgeltungssteuer von 250.000 Euro plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, sagen wir roundabout 28% auf die Vermögensmehrung. Das heißt,
Wenn wir es mal durchrechnen, dann haben wir eben bei unserem Wertpapierdepot, müssen wir hier vielleicht mal 280.000 Euro noch an Steuern abziehen. Bei der Rückdeckung aus der Pensionssorge haben wir vielleicht einen Steuersatz von 40%. Also werden aus unserer 1 Million nur noch 600.000 Euro. Unser Mehrfamilienhaus ist vielleicht steuerlich verhaftet, hat vielleicht noch einen Investitionsstau. Also Sie sehen, dieses Thema Erstellung einer Vermögensbilanz ist nicht ganz so trivial und ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wir oft feststellen, dass Anleger und Mandanten ihre Vermögenswerte aufaddieren, aber sie schreiben die Zahlen untereinander und sie sehen schnell durch steuerliche Aspekte im konkreten Beispiel, da sind mal ruckzuck 700, 800, 900.000 Euro weg und 700 bis 800.000 Euro kann natürlich im Rahmen der langfristigen Lebensplanung einen Unterschied machen. Und wenn das Vermögen eben in der Realität geringer ist, als man es einschätzt, dann fehlen vielleicht 800.000 Euro. Und wenn 800.000 Euro fehlen, weil man die Bilanz nicht richtig erstellt hat, dann ist es vielleicht so, dass man steuerlich getrieben zu viel Geld an die nächste Generation überträgt, was dann in der eigenen Lebensplanung entsprechend fehlt. Oder wie ist es eigentlich, wenn wir eine Vermögenssteuer hätten? Wie würde sich das auswirken? Kann ich dann mehr schenken an die Kinder, an die Enkel? Oder kann ich vielleicht sogar weniger schenken? Also, das wesentliche Aspekte. Und Sie haben jetzt an diesem durchaus relativ noch simplen Beispiel einer Vermögensstruktur gesehen, weil keine unternehmerrechten Vermögenswerte da sind, dass es nicht ganz so trivial ist, eine wirtschaftlich korrekte Bilanz zu erstellen. Die steuerlichen Werte sind nochmal etwas anderes, aber Sie sehen schon hier, der Teufel steckt hier im Detail und dementsprechend macht es schon Sinn, das auch professionell anzugehen. Ich habe Ihnen hier nochmal mitgebracht, die Einnahmen-Ausgabenrechnung. Wir sehen hier beispielhaft für das Jahr 2025 unser Ehepaar. Das fließen noch keine Renten. Die bekommen 120.000 Euro Mieterträge aus dem Mehrfamilienhaus. Weitere Erträge haben wir noch nicht. Dann haben wir eine gewisse Steuerzahlung. Und Sie sehen auch hier, unser Ehepaar hat Lebenshaltungskosten, die habe ich vereinfacht gesprochen, zusammengenommen. Also da ist alles drin: Wohnen, Instandhaltung, Krankenversicherung und ähnliches von 120.000 Euro im Jahr. Da sehen Sie schon, wenn Sie 120.000 Euro in Erträgen generieren aus der Immobilie und Sie geben 120.000 Euro für Lebenshaltungskosten aus, dann kommt noch die Steuer hinzu. Dann haben wir hier ein Delta von 30.000, die einfach fehlen in der aktuellen Betrachtung. Das ist aber kein Problem. Wenn wir uns hier die Bilanz anschauen, dann stellen wir ja fest, alles klar im grünen Bereich. Es gibt genügend Liquidität, um das zu decken. Und in meinem konkreten Beispiel ist es noch so, dass noch 3 Jahre Einkommen da sind. Also von 21 bis 2025. Dieses Einkommen führt dazu, dass ein Überschuss da ist. Dementsprechend baut sich das Liquiditätskonto auf. Also grundsätzlich das ein sehr schöner Fall, wo man sagen würde, okay, wir haben noch einen Liquiditätsaufbau bis zum Ruhestandsbeginn oder vielleicht auch bis zum Cash-Event, bei dem das eigene Unternehmen verkauft wird. Dann baut sich das Liquiditätskonto ab. Also sprich, die rechte Achse zeigt Ihnen hier die akkumulierten Liquiditätsergebnisse der einzelnen Jahre, die einzelnen Punkte dann oder die einzelnen Balken hier zeigen Ihnen das Ergebnis der einzelnen Jahre. Also irgendwann sind die dann entsprechend negativ. Später kommen hier dann noch die Renten, dann relativiert sich das ein bisschen. Aber insgesamt, das ist eigentlich schon der Best Case, wo man sagen muss, Überschüsse, solange noch Erwerbstätigkeit da ist, passives Einkommen über die Immobilie. Man könnte doch jetzt problemlos hier beispielsweise auch Vermögen übertragen an die Kinder, um beispielsweise das Pro-Kopf-Vermögen pro Familienmitglied zu reduzieren, weil eine Vermögensteuer würde sich ja wahrscheinlich am Vermögen pro Kopf festmachen, wahrscheinlich auch nach der zivilrechtlichen Einordnung, nicht nach der steuerrechtlichen Einordnung, Nießbrauch und ähnliches, mal jetzt außen vor gelassen. Aber Sie sehen schon hier insgesamt über die gesamte Lebensspanne die Liquidität immer positiv, weil aus den Mieten und den später kommenden Renten immer mehr Einnahmen da sind, als wir Ausgaben haben. Und wenn wir mal ein Minus haben, das sind diese grauen Balken, können die problemlos aus den Überschüssen aus den Vermögensbestandteilen gedeckt werden. Also wunderbar. Jetzt mal ganz simpel gesprochen. Jetzt unterstellen wir mal, wir hätten eine fiktive Vermögensteuer auf die vermietete Immobilie. Sie erinnern sich, die vermietete Immobilie 4 Millionen Euro, also ungefähr 50% der Vermögensstruktur von 8 Millionen. Und wir unterstellen jetzt also in unserem Beispiel, wir haben ein Familienvermögen der beiden Eheleute von 8 Millionen Euro. Wir unterstellen vereinfacht, niemand weiß, was kommt. Das sind nur mal Rechenspiele. Von 50% Freibetrag, also die Hälfte des Vermögens interessiert überhaupt niemand. Wir haben lediglich 1% Vermögenssteuer auf die Hälfte der Vermögensstruktur.
passt sehr gut, ist hier das Mehrfamilienhaus. Das hat nämlich genau 50% Anteil am Gesamtvermögen, 4 Millionen. 1% Vermögenssteuer auf 4 Millionen Immobilienvermögen sind 40.000 Euro im Jahr. Sie sehen hier, ich habe diese 40.000 Euro als Ausgabe erfasst. Die wirkt sich steuerlich nicht aus. Ist quasi wie wenn Sie jedes Jahr nochmal ein kleines Autoschen kaufen würden. Und dann sehen Sie im Endeffekt hier, dann geht eben unsere monatliche, sorry, jährliche Lücke von eben ja, 30.000 auf 70.000 Euro hoch. Und jetzt schauen wir uns das Bild mal an, was wir eben gesehen haben, wo wir eine sehr positive Liquiditätsentwicklung über die gesamte Ruhestandsphase hatten. Und jetzt sehen wir auf einmal, ups, diese 40.000 Euro Vermögensteuer, die führen eben dazu, dass wir auf einmal in jedem Jahr rote Balken haben und dass sich über die statistische Lebenserwartung beim Mann bis 92, bei der Ehepartnerin bis 87 sich im Endeffekt hier ein negatives Ergebnis von 1,2 Millionen Euro ergibt. Und diese 1,2 Millionen Euro, die müssen auch eben aus vorhandenem Vermögen bezahlt werden. Das heißt, es sind Anpassungen in der Vermögensstruktur erforderlich. Dementsprechend, bevor man etwas schenkt, bevor man etwas überträgt, sei es an die Kinder, sei es an einen eigenständigen Rechtsträger wie eine Stiftung, muss man eben vorher schon genau kalkulieren. Moment mal kurz, wenn es steuerlich jetzt eher deutlich schlechter wird und ich habe eine Belastung meiner Bilanz, kann ich dann eigentlich mehr schenken oder kommt vielleicht der Effekt dazu, dass das, was aus Sicht der Vermögensteuer sinnvoll ist, also das Vermögen pro Kopf zu reduzieren, wird es vielleicht nachteilig für die Finanzplanung der abgebenden Generation oder macht es Sinn, Vermögen zu übertragen, zivilrechtlich, aber gleichzeitig selbst noch den Nutzen zu ziehen, beispielsweise den Nießbrauch? Und wie würde sich das im Endeffekt hier in der Gesamtbetrachtung darstellen? Und dementsprechend, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, bevor Sie Vermögen übertragen, bevor Sie Vermögen schenken, bevor Sie über einzelne Klauseln im Schenkungsvertrag sich zu konkrete Gedanken machen. Erst kommt die wirtschaftliche Betrachtung auf Basis Ihrer Lebensplanung, Stichwort Liquiditätsplanung und Liquiditätsplanung nicht nur für Haushalte, vielleicht wo man sagt, naja, das ist so typische Mittelschicht, je nachdem, wo man sich da selbst zuhört, sondern auch für durchaus sehr vermögende Haushalte ist eine Liquiditätsplanung da ganz sinnvoll, weil sie beispielsweise auch bei Unternehmen latente Steuerlasten haben können. Sie haben das Thema Doppelbesteuerung von Abgeltungssteuer und Erbschafts- und Schenkungssteuer, weil Abgeltungssteuer belastete Kapitalerträge zwar in der Bemessungsgrundlage der Einkommens-, sorry, der Erbschafts- und Schenkungssteuer eingehen, aber später quasi keine Anrechnung mehr erfolgt. Also gibt es auch eine Doppelbesteuerung. Es gibt zwar einen Paragraphen im Einkommensteuergesetz, der die Doppelbesteuerung verhindern soll, aber der gilt nur für Erbschaften, also nicht für Schenkungen. Und da Kapitaleinkünfte unter die Abgeltungssteuer fallen, geht der bei der Abgeltungssteuer ins Leere. Das ist für viele vermögende Haushalte durchaus ein Thema, was oft in der Beratungspraxis unterschätzt wird, beziehungsweise es wird nicht thematisiert. Und vieles, was erstmal die Steuer stundet auf der Abgeltungssteuerebene, kann sich nachteilig auswirken im Rahmen der Vermögensübertragung. Also wenn es um die Schenkung von Wertpapiervermögen bzw. Vermögen geht, was der Abgeltungssteuer unterliegt. Also wir können, glaube ich, sagen, eine Vermögensbilanz ist nur vermeintlich schnell erstellt. Die Liquiditätsplanung ist essentiell. Auch bei hochvermögenden Haushalten erstellen wir immer eine Liquiditätsplanung, weil Sie haben vielleicht Private Equity Beteiligung, da haben Sie Commitments abgegeben. Das wird dann oft unterschätzt. Man hat mal 5 Millionen Private Equity Beteiligungen gezeichnet und hat dann gar nicht mehr auf dem Schirm, dass von diesen 5 Millionen erst 1 Million abgerufen wurden und 4 Millionen Euro respektive Dollar in den nächsten Jahren noch abgerufen werden. Das sind ja latente Verbindlichkeiten. Sie schaffen zwar Vermögen, wenn Sie vom Cash ins Private Equity Thema gehen. Das ist eigentlich ja nur ein Aktivtausch, aber Sie müssen ja die Liquidität haben, um das entsprechende zu bedienen. Sollte auch eine Vermögenssteuer kommen oder eine Erbschaftssteuer kommen, dann haben wir eine Besteuerung der Substanz, aber Sie haben einen Vermögenswert, der nicht wirklich liquide ist, auch wenn das bei Private Equity nach und nach besser wird mit den Zweitmärkten. Also von der Liquiditätsplanung ist auch ein Thema, nicht im Sinne ein Haushaltsbuch führen, sondern auch bei vermögenden Haushalten. Da sind die Themen andere als vielleicht anderen Vermögens- und Einkommensgrößen, aber grundsätzlich Liquiditätsplanung ein sehr wichtiges Thema. Grundsätzlich jede Form der steuerlich motivierten Vermögensstrukturierung und auch der Übertragung sollte vorher in der Vermögensbilanz und der Liquiditätsplanung abgebildet werden. Und das ist wirklich nochmal ein wesentlicher Punkt. Seriöse Vermögensplanung beginnt und endet mit der Finanzplanung.
und nicht mit, ich habe gelesen, ich soll eine Stiftung in Liechtenstein gründen und es hat die und die Vorteile, sondern wirklich mal durchdenken, in Szenarien überlegen, was bedeutet das für Verfügbarkeit, was bedeutet das für Flexibilität für die Zukunft. Und ich glaube, dann hat man ein deutlich besseres Instrumentarium an der Hand, um das Ganze einzuordnen. Und egal, welche Themen es gibt, sei es die Übertragung von Firmen zu Lebzeiten, sei es das Thema Stiftung, sei es das Thema Missbrauch an Wertpapierdepots, Sie können alles sehr gut in der Liquiditätsplanung abbilden. Wenn Sie einen Partner haben, der das entsprechend handwerklich kann, das können Sie an dieser Stelle nicht nur als Werbung für Finanzplanung, sondern natürlich auch für unser Haus verstehen. Kommen wir zu den Instrumenten. Wir wollten sie heute nicht zu ausführlich machen, um sie auch nicht zu überstrapazieren, sondern ja ein Gefühl geben, wie kann eine professionelle und seriöse Vermögensplanung im aktuellen heißen Umfeld der Steuerbelastung und der allgemeinen Corona-Genervtheit sein. Das Thema Nießbrauch wird aus meiner Perspektive, und wir sprechen auch mit vielen Steuerberatern und Vermögensstrukturierern, ein großes Thema werden, auch in diesem Jahr. Warum? Weil der Nießbrauch eben eine Möglichkeit ist, Vermögen zu übertragen, weitere Gewinne in der Substanz schon bei der nächsten Generation entstehen zu lassen, aber gleichzeitig selbst noch von den Früchten zu profitieren und gleichzeitig die steuerliche Messungsgrundlage zu reduzieren. Ich habe das hier mal bewusst sehr, sehr einfach formuliert in drei Punkten. Und im Nießbrauch stellen Sie sich einfach vor, ich schenke Ihnen einen Acker, aber die Ernten, die bekomme ich, solange ich lebe. Das heißt natürlich, die Bereicherung, die Sie von mir bekommen, ist deutlich geringer, als wenn Sie die Ernten mitbekommen würden. Und da die Erbschaft- und Schenkungssteuer bei der Bereicherung ansetzt, also bei der Bereicherung des Erben, bei der Bereicherung des Schenkers oder des Vermächtnisnehmers, ist es natürlich so, dass wenn Sie die Ernten nicht schenken, die Bemessungsgrundlage geringer ist. Also so weit, so simpel. Nießbrauch kann an Kapitalgesellschaftsbeteiligung gestellt werden, an Personengesellschaftsanteilen. Da schlägt dann jeder Steuerberater und Steuerjurist die Hände über dem Kopf zusammen, wenn es um Personengesellschaftsanteile geht, an Versicherungspolicen, an Wertpapierdepots und dementsprechend die Thematik relativ einfach auf den ersten Blick. In der Praxis, wer das Thema Nießbrauch kennt, vielleicht aus eigenen Situationen, wo es darum geht zu sagen, ja, ich verschenke eine Immobilie und habe einen Vorbehaltsnießbrauch, ich behalte mir die Mieterträge vor, dann ist ja die Frage, Moment mal, wer trägt denn eigentlich außergewöhnliche Belastungen, wenn der Dachstuhl mal renoviert werden muss? Gibt es da vielleicht ein Konfliktpotenzial zwischen Schenker und Beschenktem? Auch das haben wir leider im Kunden- und Mandantenkreis schon gehabt, dass man da im Vorfeld nicht genug gesprochen hat, dass Vermögen auch mit Verpflichtungen eben einhergeht. Und ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, ein schönes Beispiel von einem Nachfolgeplaner bei der V-Bank, dem Herrn Niemann. Die Quelle habe ich jetzt nicht mehr drunter geschrieben, an der Stelle vergessen. Also ist jetzt nicht von mir, soll es auch nur mal verdeutlichen. Hier haben wir ein Wertpapierdepot. Also der Vater 63 möchte das seiner Tochter schenken. Das Wertpapierdepot, heutiger Wert 1 Million Euro. Und wie gesagt, es ist eine sehr simple Darstellung. Das heißt, hier wird unterstellt, die Tochter hat einen Freibetrag von 400.000 Euro. Den finden Sie im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz von 400.000 Euro. Den hätte sie auch von der Mutter übrigens auch nochmal, weil der Freibetrag gilt jeweils für jedes der Elternteile. Also wären ja in der normalen Betrachtung, der Papa schenkt der Tochter 1 Million Euro Wertpapierdepot. Das muss steuerlich entsprechend angezeigt werden. Sowohl Schenker als auch Beschenkter sind steuertechnisch dazu verpflichtet. In den Depotübertragungsformularen der Banken wird das auch entsprechend abgefragt. Und dann hätten wir eine Bemessungsgrundlage von 600.000 Euro für die Erbschaft, konkret hier Schenkungssteuer, sind also 90.000 Euro Steuerzahlung, kann man relativ einfach eben rechnen, eben der Steuersatz 15% auf die 600.000 Euro. Haben Sie jetzt ein Nießbrauchsdepot, passiert ja Folgendes. Der Papa hätte jetzt in dem Schenkungsvertrag gesagt, liebe Tochter, ich schenke dir das Wertpapierdepot, aber die Erträge daraus, die behalte ich mir zurück. Also Zinsen, Dividenden. Halten Sie das mal im Kopf, Zinsen und Dividenden. Dann sagt man vereinfacht gesprochen, naja, also der Acker wird geschenkt, der Acker sind die Wertpapiere im Depot, aber die Ernten, Zinsen und Dividenden, die ordentlichen Erträge, die behält sich ja der Schenker vor. Also ist die Tochter weniger bereichert und dann schaut man, wie alt ist der Papa, also wie alt ist der Schenker, um welchen jährlichen Ertrag geht es.
Und dann hat man hier über einen Vervielfältiger die Möglichkeit, den Kapitalwert für einen Nießbrauch zu errechnen. Im konkreten Beispiel sind das 604.000 Euro. Und dann sehen Sie noch entsprechend, wenn Sie das hier abziehen, passiert im Endeffekt steuerlich dann gar nichts. Es gibt noch einige Themen, die zu berücksichtigen sind. Der Papa muss noch eine gewisse Anzahl von Jahren leben, sonst wird das nachträglich korrigiert. Aber grundsätzlich gilt es natürlich erstmal sehr gut. Warum? Weil das der Vermögensgegenstand geht über das Wertpapierdepot. Der Papa hat immer noch seine laufenden Erträge. Bei der Tochter fließen im Endeffekt dann die zukünftigen Kursgewinne, die Surrogate da entsprechend auch ein. Aber Sie sehen schon hier im Begriff Surrogat, das ist nicht ganz so einfach zu regeln. Und ich habe Ihnen hier mal die Fragestellung der Realität mitgebracht. Erstmal, welcher Ertrag ist realistisch? Wenn Sie aus 1 Million Wertpapierdepot 4-5% Jahresertrag unterstellen, dann ist es heutzutage mit Zinsen und Dividenden schwer möglich. Also stellt sich ja die Frage, muss nicht auch abgestellt werden auf die außerordentlichen Erträge, also auch auf die Kursgewinne, dass die auch beim Schenker verbleiben. Und insgesamt, wenn ich einen Ertrag unterstelle für Wertpapiere, wie begründe ich die, wie dokumentiere ich die? Auch ein wichtiges Thema für die Finanzverwaltung. Reichen die ordentlichen Erträge aus? Wahrscheinlich nicht. Deswegen wird man im Schenkungsvertrag auch außerordentliche Erträge berücksichtigen müssen. Ein guter Rechtsanwalt, Steuerberater wird das Thema diskutieren. Und wie erfolgt eigentlich die Zuordnung der steuerlichen Erträge? Die haben eine jährliche Erträgnisaufstellung. Was wird der Tochter zugerechnet? Was dem Vater? Ist es am Ende des Tages eine Erträgnisaufstellung und der Steuerberater muss das auseinanderklamüsern? Was passiert, wenn man es nicht ordentlich zuordnet? Hat man dann sofort ein steuerliches Problem? Insgesamt, welche Klauseln sollen in den Vertrag? Das sind ja die üblichen Klauseln, die man bei Schenkungsverträgen insgesamt berücksichtigen würde. Auch das ein Thema für den Fachanwalt respektive für den Notar. Damit meine ich jetzt nicht den Fachanwalt für Verkehrsrecht, sondern ich meine den Fachanwalt für Erbrecht. Und hat mein Beraterteam aus Vermögensverwalter, Anlageberater, Steuerberater und Jurist, der entsprechend den Vertrag erstellt, wie sind da eigentlich die praktischen Erfahrungen? Verstehe ich auch die Unsicherheiten daraus? Also von daher, meines Erachtens, das Thema Nießbrauch an Wertpapierdepots wird enorm an Praxisrelevanz zulegen in diesem Jahr. Bin ich sehr überzeugt davon. Aber es gilt eben in der Realität, viele verschiedene Punkte zu berücksichtigen, damit dieses Modell auch für sich plausibel funktioniert. Grundsätzlich gilt, wenn Sie sehr vermögend sind, dann läuft das Nießbrauch in Teilen auch ins Leere. Warum ist das so? Stellen Sie sich vor, Sie schenken das Wertpapierdepot, gilt übrigens auch bei Immobilien. Sie schenken die Immobilie, behalten sich die Erträge vor. Sie brauchen aber die Erträge nicht zu Ihrem täglichen Leben. Das heißt, Sie nehmen die Erträge, die Sie bekommen, legen Sie ins Wertpapierdepot oder investieren Sie wieder in andere Arten von Kapitalanlagen. Dann summieren sich die über 20 Jahre auf mit einem gewissen Ertrag, hoffentlich eher mehr als weniger. Und wenn Sie dann nach 20 Jahren versterben, dann bekommt wer die aufsummierten Erträge der letzten 20 Jahre? Ihr Erbe. Was ist dann steuerlich gewonnen? Eigentlich nicht viel. Also von daher auch hier steuerliche Argumentation. Das ist nur ein kleines Beispiel an vielen Stellen. Das gilt auch für Holdinggesellschaften, die in vielen Fällen großen Sinn machen, auch aus haftungsrechtlichen Gründen. In vielen Fällen sind Modelle, wo es heißt, zahlen Sie doch keine 40% Steuern, zahlen Sie nur 1,5%. Das gilt nicht, wenn Sie es komplett durchrechnen, weil über die Lebenszeit irgendwann kommen Sie auch von der Holding ja auch quasi wieder auf die persönliche Ebene runter. Also viele Wechselwirkungen. Ich habe es jetzt hier mal am Thema Nießbrauch am Wertpapierdepot entsprechend dargestellt. Es gibt Banken, die das Thema können, buchhalterisch, wo ich keine Probleme erwarte in der Praxis. Es gibt andere Banken, die führen gar keine Nießbrauchsdepots. Wieder andere führen zwar Nießbrauchsdepots, aber ganz ehrlich, da würde ich keine Depots führen. Warum? Weil die Zuordnung der steuerlichen Erträge sehr fehlerbehaftet ist. Und wie gesagt, bei den vertraglichen Gestaltungen, die Kombination aus steuerlichem Verständnis und wirtschaftlichem Verständnis, was die Findung eines realistischen Ertrages, eines Jahresertrages betrifft, um den Jahreswert hier zu ermitteln. Da sollte man schon Leute haben, die sich entsprechend auskennen, vielleicht sogar auch so viel schenken, dass man eine kleine Steuer entsprechend auslöst. Hat den großen Vorteil, sie haben entsprechend auch einen Bescheid und das grundsätzlich auch sehr vorteilhaft. Also bei vielen steuerlichen Themen ist es gar nicht so schlecht, wenn eine gewisse Steuer entsteht, weil es eine höhere Rechtssicherheit an dieser Stelle auch gibt. Das aber sehr stark auch in der Praxis orientiert. Und Sie
sehen ja oft in der Theorie irgendwelche Erträge, irgendwelche Berechnungen, da ist alles genau so gerechnet, dass am Ende null Steuer entsteht. In der Praxis ist es ganz gut, wenn ein bisschen Steuer entsteht, gibt nämlich auch eine gewisse Planungssicherheit, was die steuerliche Anerkennung angeht. Also, Nießbrauch, großes Thema. Vor- und Nachteile eben hier ganz kurz skizziert. Versicherungsstrukturen als unterschätztes Vehikel ist ein Thema, da könnte man ähnlich wie beim Nießbrauch einen ganzen Tag drüber sprechen. Also allein über Nießbrauch am Wertpapierdepot könnten wir fast, ich glaube, 3 Stunden sprechen. Zumindest die Erfahrung aus Mandantengesprächen, es dauert dann mal 3 Stunden, bis wirklich alles verstanden ist, alle Vorteile, alle Nachteile. Aber Versicherungsstrukturen, sehr stark unterschätztes Vehikel. Ich habe Ihnen nochmal 2 Basisthemen hier mitgebracht, schon mal gehört. Einkommensteuerfreie Leistung im Todesfall. Auch ein sehr simples Beispiel. Und ich glaube, in vielen Fällen ist auch die Versicherungslösung auch bei Kapitalvermögen, beispielsweise der Familiengesellschaft, überlegen. Ich mache ein simples Beispiel. Stellen wir uns vor, der Vater sagt, okay, ich habe 400.000 Euro, die möchte ich jetzt meinem Kind schenken. Dann zahlt er den Versicherungsvertrag ein. Wir reden natürlich über eine Versicherung mit niedrigen Kosten und flexibler, freier Vermögensanlage, also die genauso das Kapital anlegen kann, wie sie es auch im freien Depot tun würden. Dann schenkt er beispielsweise 90% dieses Versicherungsvertrages der Tochter. Das sind 360.000 Euro. Die Tochter ist versicherte Person. Der Vermögensvertrag wächst über die Zeit und nach 30 Jahren unterstellen wir, der Vater würde sterben. Dann würde ja Folgendes passieren: Im Todesfall würde eine Todesfallleistung passieren, aufgrund eigener Beiträge, weil die Tochter ist ja auch Versicherungsnehmer, und dann wäre diese Leistung eben entsprechend steuerfrei. Das heißt, der komplette Vermögensaufbau würde nicht der Abgeltungssteuer unterliegen. Also Stichwort einkommensteuerfreie Leistung im Todesfall, ein Thema. Wichtig ist hier die konkrete Konstellation von Versicherungsnehmer, Beitragszahler, versicherte Person und Leistungsempfänger. Auch hier gibt es viele Details zu beachten, aber man kann mit Versicherungsstrukturen sehr viele Themen sehr gut lösen, wenn man die entsprechend noch ergänzt mit entsprechenden Schenkungsverträgen, auch im laufenden Handling deutlich einfacher und teilweise kostengünstiger in der Gesamtkostenbetrachtung, da sie jährlich steuerlich nichts tun müssen, weil der Versicherungsvertrag, die Vermögensentwicklung ist so lange steuerfrei, bis es zu Auszahlungen kommt. Dann ist es maximal Abgeltungssteuer oder im Optimalfall haben wir vorher im Rahmen der Freibeträge geschenkt und dann später dann beim Beschenkten dann die einkommensteuerfreie Leistung im Todesfall. Dann anderes Thema, eine laufende Rente schenken anstatt Vermögen, also Geld in einen Versicherungsvertrag einzuzahlen, was allerdings nur Sinn macht, wenn dieses Geld sehr defensiv angelegt ist. Das ist kein Ersatz für ein aktienorientiertes, sachwertorientiertes Investment. Aber wenn Gelder vorhanden sind, die sowieso in Anleihen oder sehr defensiv auf Kontoguthaben liegen, dann kann es durchaus mal Sinn machen, über die Variante der Einzahlung in einen Versicherungsvertrag mit laufender Rentenzahlung nachzudenken und dann diesen Vertrag zu schenken. Also Rentenzahlungen statt Geld zu schenken, auch das führt über die Vervielfältiger zu teilweise ganz interessanten steuerlichen Aspekten. Grundsätzlich, die Versicherungsstruktur bietet unheimlich viele Möglichkeiten, bietet auch noch einige andere Vorteile auf nicht nur der steuerlichen Ebene, aber wenn nur der Name nicht wäre. Also das stellen wir oft fest. Man beschreibt die Charakteristika, man findet das super, dann heißt es, es ist eine Versicherung, ist das Interesse gestorben. Für uns vollkommen irrelevant. Wir arbeiten ja auf Honorar, ob das Geld in einer Versicherung liegt, in einer GmbH, in einer KG oder in einer Liechtensteiner Stiftung. Für uns ändert sich betriebswirtschaftlich nichts. Dementsprechend können wir da sehr frei auch beraten und argumentieren, aber in der Praxis stellt man das einfach fest, der Begriff Versicherung sehr, sehr negativ besetzt, obwohl es in der Vermögensplanung ein sehr interessantes Vehikel sein kann. Also das jetzt 2 einfachere Themen, die trotzdem natürlich in der Komplexität der Nachfolgeplanung aus. Wie ist meine zivilrechtliche Situation? Gibt es einen Erbvertrag? Gibt es ein Testament? Habe ich eine Bindungswirkung, wenn ich heute etwas ändern möchte? Kann ich überhaupt die Sachen ändern? Wenn ich das umsetze, was ich möchte, in zivilrechtlichen Lösungen, wie sind die steuerlichen Konsequenzen? Steuerliche Konsequenzen nicht nur im Sinne von Erbschaftsschenkungssteuer, sondern auch ertragssteuerliche Themen. Also muss ich vielleicht, um in eine Familiengesellschaft hineinzukommen, erstmal Steuern auslösen, weil eben mein Vermögenswert quasi steuerlich verhaftet ist. Auch das führt dann zu weit, vermögensverwaltende Gesellschaft in Form einer
Vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft, einer gewerblich geprägten Kommanditgesellschaft, kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, hat Auswirkungen auf die Fußstapfentheorie, Auswirkungen auf die Abschreibung. Also ein sehr, sehr komplexes Feld, und das zeigt auch nochmal, dass diese Komplexität ohnehin schon da war und jetzt durch die nächste Überlegung der Diskussion rund um Vermögenssteuer, Änderungen bei Erbschaft und Schenkungssteuer und andere Nicklichkeiten, wie beispielsweise des eigenen Verlustverrechnungstopfes für Termingeschäfte, nochmal an Komplexität gewonnen hat. Und dementsprechend, wer im September beginnt, um bis zur Bundestagswahl eine vernünftige, ausgewogene Strategie abgestimmt mit Steuer- und Rechtsberater zu entwickeln, der wird wahrscheinlich ein bisschen spät sein. Familiengesellschaft, Familienpool, auch das nochmal ein Thema. Grundsätzlich gilt, wir werden diese einzelnen Instrumente im Rahmen von einzelnen Webinaren auch nochmal ein bisschen vertiefen. Wahrscheinlich werde ich mir auch immer nochmal mal einen Steuerberater, mal einen Rechtsanwalt mit dazu nehmen, um für Sie noch mehr Praxis hineinzubekommen und Sie auch zu begeistern für die Beratung mit unserem Haus an dieser Stelle. Und die Familiengesellschaft, vereinfacht gesprochen, wie gesagt, wird ein eigener Themenkreis nochmal sein. Die Idee ist zu sagen, ich kann Vermögen übertragen. Ich möchte mir gewisse Bestimmungsrechte und Früchteziehung vorbehalten. Ich ergänze eben die Instrumente, die mir beispielsweise auch das Erbrecht bietet oder sonstige Verfügung, durch Instrumente des Gesellschaftsrechts. Und dann je nachdem, welche Vermögenswerte ich habe, ob die heute steuerlich verstrickt sind oder nicht, wie ich die danach anlegen möchte, geht es um Immobilien, geht es um Wertpapiere, sind es Fonds, die eine Teilfreistellung haben, sind es direkte Aktien. Dann muss man überlegen, was ist die passende Rechtsform, wie sieht es mit Publizitätspflichten aus, wie sieht es mit weiteren Themen aus, was haben wir jetzt aktuell mit der Körperschaftssteuermodernisierungsreform, die ja auch für Personengesellschaften das ein oder andere Schmankerl enthält an dieser Stelle. Die Sachen gibt es zu berücksichtigen, deswegen Familiengesellschaft. Die Grundidee ist wirklich sehr einfach. Sie haben Vermögenswerte, die Sie in ein rechtliches Kleid entsprechend verpacken in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft. Können auch verschiedene Gesellschaften sein, hat dann meistens sehr konkrete steuerliche Implikationen. Dann überlegen Sie, wie kommen die Vermögenswerte da rein? Welche Steuer wird dann da ausgelöst? Habe ich eine Steuerverstrickung oder nicht? Wer soll was entscheiden können? Wer sollen welche Erträge bekommen? Aber auch hier immer dran denken, das wird oft so ein bisschen auch gestellt, als man kann jetzt in die X-Generation hinaus seinen Willen hier transportieren. Auch bei Kapitalgesellschaften, wenn Sie Minderjährige haben, es gibt im Endeffekt gesetzliche Kündigungsrechte, man kann sogar über Abfindungsklauseln einiges regeln, aber das ist ein großes Thema. Aber die typischen einfachen Fragestellungen sind eigentlich immer so, naja, wenn ich Geld anlege in der Kapitalgesellschaft, gerade wenn es vielleicht noch ein operatives Unternehmen ist, was wir auch oft sehen, habe ich das Thema Aufbehaftungsmasse versus steuerliche Optimierung, zumindest steuerliche Stundung. Das spricht dann ja auch oft für Holdinggesellschaften. Dann die Frage ist, welche Vermögensklassen kaufe ich eigentlich auf der Gesellschaftsebene und welche kaufe ich privat? Also als Beispiel nehmen Sie Edelmetalle. Edelmetalle sind im steuerlichen Privatvermögen nach einem Jahr steuerfrei. Im Vermögen einer GmbH ist die Vermögensmehrung immer steuerpflichtig. Aktien im Privatvermögen, Abgeltungssteuer. Im GmbH-Vermögen 95% steuerfrei bei Gewinnen. Aber Verluste sind zu 100% steuerlich irrelevant, also verfallen quasi. Anderes Thema natürlich nochmal Fonds. Fonds haben eine sogenannte Teilfreistellung seit dem Investmentsteuerreformgesetz 2018. Die Teilfreistellung für Aktienfonds im Betriebsvermögen 80% für Zwecke der Körperschaftssteuer, für Zwecke der Gewerbesteuer 40%. Wenn Sie das mal aufsummieren, sind Sie bei ungefähr 12,5-13% laufender Besteuerung. Im Privatvermögen haben Sie einen Freistellungssatz von 30%. Und aus all diesen Erwägungen gilt es eben zu überlegen, welche Formen machen Sinn. Aus meiner beruflichen Perspektive sind es oft eigentlich Kombinationen, die Sinn machen. Also beispielsweise sagen, wir haben Immobilien, die wollen wir langfristig im Familienbesitz entsprechend halten. Da kommt vielleicht eher eine gesellschaftsrechtliche Lösung entsprechend in Betracht. Ob dann gewerblich, weil man ein neues Abschreibungspotenzial kreieren will, oder ob man eben sagt, nein, es soll Vermögensverwalten bleiben, um die 10-Jahresfrist auch in 10 Jahren wiederum zu haben, sofern sie bleibt. Die eine Variante, das vielleicht ergänzen mit einer Versicherungslösung, um die einkommensteuerfreie Todesverleistung hier noch zu generieren, vielleicht auch ein Thema für die Enkel und dann der Nießbrauch an einem Wertpapierdepot, um das Ganze hier abzudecken. Und wenn Sie diese ganzen Instrumente nehmen, eingebettet in die Finanzplanung,
unterstützt von gesellschaftlichen und erbrechtlichen, testamentarischen Lösungen, die aufeinander abgestimmt sind, dann haben sie das getan, was sie tun können auf dieser Strukturierungsebene. Wichtig, wie gesagt, hierbei eben natürlich auch immer die Anlageentscheidungen treffen zu können aus der wirtschaftlichen Perspektive, die man treffen will. Eine Strukturierung sollte zumindest die Gesamtanlage nicht so einschränken, dass sie nicht die Vermögensentscheidungen treffen können, die sie eigentlich haben wollen. Also wenn eine Struktur zu eng ist, dann ist das natürlich auch nachhaltig nicht sinnvoll. Ja, meine Damen und Herren, grundsätzlich die Botschaft: Kontrollieren Sie, was Sie kontrollieren können. Ein wesentlicher Aspekt: Die politischen Entscheidungen werden Sie nicht kontrollieren können. Sie können wählen gehen, aber am Ende das Ergebnis selbst können Sie nur beschränkt beeinflussen. Was Sie kontrollieren können, habe ich Ihnen eben kurz an der Stelle auch skizziert. Was können wir für Sie tun? Natürlich das, was Sie eben im Praxisfall gesehen haben, was die Finanzplanung angeht. Natürlich auch die Unterstützung bei der Diskussion verschiedener Varianten der Vermögensstrukturierung, auch mit den entsprechenden Fachleuten, sei es Ihr Steuerberater, Rechtsanwalt, sei es Steuerberater, Rechtsanwälte aus unserem Umfeld, weil eins muss auch klar sein: Steuern, Recht, wirtschaftliche Aspekte, das sollte nicht stille Post sein, sondern die Leute sollten an einem Tisch sitzen. Oder heute im Rahmen der Videokonferenz funktioniert das ja super. Der Steuerberater sitzt in Hamburg, der Anwalt sitzt in München, vielleicht Sie und wir sitzen beide in Darmstadt oder Frankfurt. Das funktioniert mit Online-Konferenzen heute sehr gut. Man kann viel vorbereiten, kann sich dann persönlich treffen, wenn es ans Eingemachte geht. Wir haben jetzt auch schon Strukturierungen und Vermögensentscheidungen im hochvolumigen Bereich mit großer langfristiger Ausrichtung getroffen, rein über Online-Konferenzen. Hätte man sich vor Corona nicht träumen lassen, hat aber hervorragend funktioniert. Was können Sie von uns in Zukunft da noch erwarten, was jetzt dieses Thema hier entsprechend angeht? Wir werden auch in Zukunft, wie gesagt, Webinare anbieten zu den verschiedenen einzelnen Themen. Also mal ein Fokusseminar: Nießbrauch am Wertpapierdepot, was gibt es zu berücksichtigen? Dann Familiengesellschaft, für wen macht es überhaupt Sinn? Unterschiede bei der Rechtsformwahl. Dann vielleicht das Thema: Wie können wir als Familie eigentlich eine gemeinsame Anlagestrategie entwickeln? Die Kinder sind vielleicht jung, kein Bezug zu Kapitalmarkt und wirtschaftlichen Themen. Teilweise sehen wir auch, dass Kinder Geld und Vermögen bekommen sollen von den Eltern und sagen: Du Papa, ich oder Mama, ich will das jetzt gar nicht. In meiner Lebensrealität ist es abstrus, jetzt auf einmal eine Immobilienbeteiligung von 3 Millionen Euro zu haben. Also auch da müssen die Kinder entsprechend rangeführt werden an die wirtschaftlichen Sachverhalte. Es muss nicht immer gleich hochgestochen so eine Familienverfassung sein, aber es gibt doch viele Themen, die man gemeinsam im Dialog da sehr gut lösen kann. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir knapp bei 19 Uhr. Dementsprechend, ich würde die Aufzeichnung an dieser Stelle beenden und jetzt wäre da natürlich auch noch eine gute Möglichkeit, hier entsprechend Fragen zu stellen. Natürlich nicht auf die individuelle Situation, sondern natürlich nur allgemeiner Natur. Für alles, was individuell ist, stehe ich Ihnen natürlich im Nachgang wie gewohnt zur Verfügung, sei es persönlich oder sei es auch per Videokonferenz. Für die, die uns jetzt verlassen, Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht ganz so trocken, wie der Titel versprochen hat. Sehen Sie es mir auch nach, dass wir Ihnen nicht sagen: Machen Sie die Stiftung in Liechtenstein und die Holding in Dubai und dann sind Sie alles los. Wir sind da doch eher auf der konzeptionellen Ebene unterwegs, um die Entscheidungsgrundlage sauber zu unterfüttern. Also all Ihnen vielen Dank und alle anderen darf ich jetzt natürlich einladen, noch hier entsprechend in die Fragerunde einzustellen. Ansonsten bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.